Das Leben ist schön und meint es immer, immer gut mit dir. Ihr Lieben, wir sind jetzt hier bei Big Buddha in Koh Samui. Und wie ihr seht, sind das viele Treppen zum Steigen nach da oben hin. Und da müssen wir unsere Schuhe noch ausziehen. Also man muss hier auch überall die Schuhe ausziehen. Wenn du in ein Restaurant gehst, dann darfst du auch die Schuhe ausziehen. Das mussten wir auch in Bangkok, genau. Also überall, wo die Leute irgendwie hingehen, ziehen sie immer die Schuhe aus. Sehr ordentliche Menschen hier, genau. Ne? Genauso wie bei uns zu Hause auch. Und übrigens, habe ich schon gesagt, dass ich schwitze? Nein? Ich schwitze. Und hier muss ich auch noch mal einen dicken Schal hier anziehen, weil die Schultern müssen bedeckt sein. Also musste ich jetzt meinen Schal vom Flugzeug nehmen und mich hier zu decken. Und so sieht das hier aus. Ich zeige mal kurz hier die Umgebung. So sieht das hier aus. Und das hier sieht auch ganz hübsch aus. Ich zeige nochmal. Hier ist ein Haus. So hübsch dekoriert alles. Was wird noch verkauft? Ja, sie verkaufen hier alles. Alles, was dein Herz begehrt. Kannst du alles kaufen. Also gehen wir uns mal die Bude angucken. Nochmal hier ganz kurz, ja? Guck mal da oben. Da gehen wir jetzt hin. So, meine Lieben, wir sind jetzt nach oben angekommen. Das ist unser lieber Big Buddha. Und ja, so sieht das hier aus. Ich zeige mal kurz da hinten schön das Wasser. Und hier, da sind die mega Stufen. Naja, so viele waren es noch nicht. Ich habe es so geschafft. War okay. Sag doch mal Hallo zu Buddha. Hallo. Ein mega riesen Buddha. Auf dem Video sieht man das leider so nicht, aber es ist echt groß. Okay. Ach ihr Lieben, so, jetzt sind wir oben bei Big Buddha. Und so ist die Aussicht von hier oben. Man sieht ein bisschen was von Koh Samui. Ja, ist ganz hübsch. Hier ist eine Glocke. Bestimmt ganz viel Glück, Gesundheit für alle. So, schauen wir mal, was hier noch los ist. Hier liegt ein liegender Buddha und das ist dann der große Buddha von der Seite. Jetzt zeige ich euch mal die Straßenverhältnisse hier in Koh Samui. Ist ja total entspannt hier, ne? Also guck mal, 20.000.000 Roller. Vielleicht sind wir von gerade rausgekommen. Alle Autos fahren irgendwie, ich habe keine Ahnung. Nee, wir sind von da gekommen. Bist du sicher? Nee, doch. Ja, wir wissen auch nicht mehr, wie der Weg nach Hause ist, weil unser Navi funktioniert ja, irgendwie nicht mehr. Genau, statt blinken machen wir Fensterscheiben Bescheid. Genau. Oh, herrlich, guck mal, da läuft ein Hahn. Guck mal da.
ne, so auf der Straße mit deinem Hund spazieren. Ach, ist das herrlich hier. Wunderbar, guck mal. Der Verkehr alleine ist der Hammer. Ich meine, Leute, wenn ihr hier irgendwie fahren könnt, ohne dass ihr stirbt oder ohne dass ihr irgendwie Unfall baut, dann habt ihr den Führerschein auf jeden Fall. Also, die fahren ja auch alle ohne Helm und die fahren alle zu dritt, zu viert, zu fünft auf dem Roller hier. Mit einem kleinen Kind, guck mal. Einfach so, die fahren alle. Ja, alle fahren einfach wild drauf los. Und das Geilste ist, die gucken auch nicht nach links und rechts, ne? Die fahren einfach und sie lassen dich auch nicht durch. Du kannst ja noch Stunden warten. Du kannst auch noch 3 Tage da stehen und warten, bis dich einer vorlässt. Dann lässt dich keiner vor, die fahren einfach. Also wenn du irgendwo hin willst, dann musst du einfach fahren. Und das hier sind die weißen Autos, das sind die Taxibusse irgendwie. Ja, da musst du Geld bezahlen und dann bringen sie dich irgendwo hin. Und die fahren total schlimm. Einer hat mich vorhin fast umgefahren, aber ja. Weil ich so nett und freundlich bin, habe ich natürlich Platz gemacht. Aber das ist der